funky ass bassline. Halt gleich mal am Arsch der Welt und nimmt gleich mal zwei Schattenläufer. Da, da. So, das war der eine und für den zweiten laufen wir ein bisschen weg. Überall diese Mistviecher! Lol. Ach, hier hinten geht's zu den Dingen so. Ich hab die immer nur durch den Wald gefunden. Scheiß. Das war's mit dir, du Mistvieh. So. Ich weiß, dass ich wusste schon, dass hier hinten Druiden sind, aber ich habe erstens nicht gedacht, dass sie hier sind. Und zweitens, dass ich sie durch das Ding jetzt hier finde. Oh, jetzt ist da noch so ein Scheißvieh. Wie viele Schattenläufer gibt es denn hier eigentlich? Ich glaube, das ist auch der Druide vom Schattenläufer da hinten. Wichtig ist, dass die, dass die Waldläufer, ja, diese Schattenläufer bekämpfen. Obwohl der Druide der Schattenläufer meint. So. Das langt jetzt erstmal, so viele Schattenläufer habe ich noch nie am Stück gekillt, ey. Da sind wir echt wieder am Arsch der Welt, ey. Hier oben sind irgendwo Orks, das weiß ich. Ich glaube, ich bin noch runtergerutscht. Das ist eine Höhle. Schauen wir mal, was da drin ist. Vielleicht ist das eine Goldmine. Nerv mich nicht. Ja, ich kann dir schon sagen, was hier drin ist. Skelette? Was ist denn das da oben? Also ich habe jetzt mit allem gerechnet, aber nicht mit Skeletten, das sage ich dir ganz ehrlich. Ich habe gemeint, noch mehr Schattenläufer eigentlich. Ich bin ganz ehrlich, diese Höhle habe ich auch noch nie betreten. So. Na komm. Puh. Aber Untote sind schon kein Problem mehr eigentlich. Vielleicht wäre es noch geiler, wenn mein Schwert gesegnet ist. Ich glaube, das kann man im Feuerkloster machen lassen. Oder man muss die ein bisschen gut stellen mit denen. Hole ich mir noch eine Fackel dazu, ey. Das geht ja gar nicht klar. Ruckel, ruckel, ruckel. Oh nein, eine Gargeule. Was ist denn das für ein Grab, ey? Ne, jetzt mal ohne Scheiß. Hier war doch eine Truhe, oder? Habe ich das falsch gesehen? Okay, habe ich falsch gesehen. Was frage ich mich, was das jetzt für ein Ring ist? Gleich mal anschauen. Eisenerz. Was ist das? Dämonenhorn. Ich hab 62 Goldbrocken, ey. Alter Alchemistenring. Ach so, die zählen hier. Der Adanasring. Habe ich den anderen an, ja. Stärkering. Feuerschutzring, Ring der Magie.
glaube, das war dieser Ring der Magie, der hier drin war. Naja, gut. Hat sich ja dann doch ein bisschen gelohnt, hier reinzugehen. So. Dann wollen wir mal auf in das nächste Gebiet. Da vorne ist wieder ein Schattenläufer, ey. Jetzt geht er gar nicht klar. Kein Bock mehr auf Schattenläufer. Bin ich froh, wenn ich wieder in der Stadt bin, ey. Ja, natürlich. Da! 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 Mann, ey. Gut, dass ich noch meine Taktik umgestellt habe. Jetzt müssen wir erstmal das Kruschbarock anziehen, damit das scheiß Fackel aus ist. So, da vorne sind die Orks, die ich brauche. Wo genau befinde ich mich jetzt? Oberhalb von dem Ding, okay. Gut, Druidenjäger, Bollock. Was machst du hier? Reden wir mal mit dem. Ich bin im Auftrag des obersten Schamanen in Geldern, Grog, unterwegs. Ich soll nach Druiden suchen und ich werde nicht ruhen, bis ich den ganzen Wald hier durchkämmt habe. Du ruhst aber gerade. Kann ich dir helfen? Ich bin davon überzeugt, cool, dass sich in dem Waldstück da unten am See ein Druide versteckt hält. Ich vermute allerdings, dass auch eine Schar von Waldläufern dabei ist. Ich würde dieses Schwein von Druide nur zu gerne tot sehen. Okay. Richt mal ein. Ich werde den Druiden für dich töten. Na, wer sagt's denn? Endlich mal einer, der Mumm hat. Dann versuch mal dein Glück, Morra. Okay. Gibt's denn noch einen? Druidenjäger. Gut, dann machen wir uns mal auf. Reden wir erstmal mit dem Gusten. Ach Gott, ey, wie ich dieses Geräusch hasse. Ich glaube nicht, dass das allzu große Probleme darstellt. Dunkel sind die Wolken über den Wäldern Myrtanas. Wer sucht mich in dieser Stunde auf? Ich bin... Ah, du bist es. Der Entscheider. Du kommst in der Zeit, ja, da wir deine Hilfe brauchen. Wieso nennst du mich den Entscheider? Der Krieg der Götter tobt seit Anbeginn der Zeit. Innos und Belia streben nach der Herrschaft über die Welt. Was hat das alles mit mir zu tun? Du bist auserkoren, den Krieg der Götter zu entscheiden. Adanos selbst hat dich von jeglichem Einfluss der anderen Götter befreit. Du allein hast die Macht, nach deinem freien Willen zu entscheiden, auf welche Seite du dich schlägst. Tja, leider auf der falschen. Erzähl mir mehr über den Krieg der Götter. Adanos wollte, dass die Bewohner der Welt allein über ihr Schicksal entscheiden. Alle, ob Menschen oder Orks, sind jedoch dem Einfluss ihrer Götter unterworfen. Die Völker der Welt kämpfen im Namen ihres Gottes um den Sieg. Dieser Kampf dauert an, bis eine Seite geschlagen ist. Gut. Du wirst nicht lange genug leben, um jemanden von meiner Existenz zu unterrichten. Wenn das dein Weg ist, so muss ich das akzeptieren. Ich werde es aber nicht kampflos hinnehmen. Na warte, Bürschchen. Oh! Ah! Ah! Da! 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 Kommt her jetzt. Bleib jetzt stehen. Nee, halt. Oh, ruf bei den Orks +4. Jawoll.
Nice, nice, nicest. Druidenstein des Schattenläufers, ey. Das ist, glaube ich, wirklich der Geiste. Ja, schauen wir mal. Trank der Konzentration. Ich habe ein Grundstück, ich brauche aber drei für den Typen in Faring. Okay. Der hat ausgelöscht. Ja, ich bin dafür, dass wir jetzt ein paar Tränke trinken. Hallo, ich habe gesagt, du sollst ein paar Tränke trinken, nicht einen. So. Hier das weiter. Ich finde dieses Krusch, was auch immer, was ich da habe, das ist total im Bei. Krusch, keine Ahnung. Kruschel mal nicht so viel rum. Das Problem ist, ich weiß jetzt nicht, wann ich angefangen habe zum Aufnehmen und ich habe nur, glaube ich, 2,5 Stunden Zeit aufzunehmen. Das ist nämlich ein bisschen blöd. Der Druide Runak ist tot. Das wurde auch Zeit. Ich suche das Schwein schon seit Tagen. Dann warum ist das denn ein Schwein unbedingt? Ich verstehe zwar, dass er gegen ihn ist, aber... Zurückgehe. Hab sie mir verdient. Dann ruhe ich mal aus von der schweren Arbeit. Oh Gott, ey. Und die unterstütze ich auch noch. Solche Idioten. Ja, es ist aber ganz ehrlich wie bei den Menschen auch, oder? Die meisten sind einfach stinkend faul. Ich will zwar nicht selber sagen, ich bin auch ein fauler Mensch. Oft sogar. Aber es gibt echt welche, die übertreiben es auch ein bisschen. Oh nein, ich hab keinen Bock. So. Genau. Jetzt bin ich oben. Hey, hier gibt's sogar Vegetation. Und Fauna. Flora. Ach, ist doch scheißegal. Auf jeden Fall gibt's hier EP. Das ist so eine Kiste, ey. Wer meint denn bitte, dass man hier mal raufkommt? Oder was? Das ist zwar echt idyllisch hier oben, das muss man schon sagen, aber... Kommt doch kein Schwein vorbei, ey. Sonst muss ja einen normalen Weg raufgehen, weil das ist bestimmt nicht der normale Weg, den du raufgehst. Haben ein Bisonfeld drin, cool. Und besonders, weil das ja hier da runter führt. Das führt ja wieder zu diesem komischen Weg da. Jetzt nerv mich nicht. Also hier muss man schauen, ich glaube jetzt habe ich hier alles, was ich brauche. Ich gehe erstmal nach Geldern. Das teleportiere ich mir, aber ich habe jetzt keine Lust durchzulaufen. So sieht auch noch aus, Kinder, ey, Wahnsinn. Habe ich überhaupt in Geldern? Selten. Faring. Ich glaube, ich habe noch gar keinen Teleportstein nach Geldern. Ist ein Scheiß, ey. Ich muss auch noch zu Fuß hinlaufen. Ja, gut, dass ich von Silden losgelaufen bin, weil sonst. Oh oh. Ich glaube, er hat mich gesehen. Und nur ganz fast. Der macht, das macht ganz viel Schaden, das scheiß Ding. Ist voll geil. Da! Da! Schieß jetzt! Und dann haut er wieder zu und dann krieg ich voll meine Breitseite ab. Also mit dem Schwert ist er leichter zu besiegen als mit dem Gruschbarock. Das Gruschbarock ist echt nur was gegen Menschen, ey. Also gegen Menschen ist es immer. Also ich glaube auch gegen Orks. Aber gegen Oger und Wildtiere, eher nicht so. Oder vielleicht zweite Option. Ich bin natürlich vielleicht wieder zu blöd dazu. Das kann durchaus sein. Also so viele scheiß Minen gibt es hier auch nicht. Ein Schrat oder so. Du Drecksau. Du hast den Tod mehr als verdient. Der ganze Volksstamm gehört sowas um ausgerottet, ey. Gut. Dann gehen wir mal zurück nach Geldern.
Jo, was ist denn das schon wieder? Herrscherkraut. Ich finde es lustig, dass man schon... Ich habe es jetzt oft genug gespielt, ich erkenne eigentlich die Pflanzen schon an ihrem Aussehen. Das kann ich nicht mal mit echten Pflanzen, was eigentlich ein bisschen peinlich ist. Im Prinzip müsste es eigentlich andersrum sein. So, jetzt reden wir mal mit dem Typen. Zeig mir deine Ware. Ja. Ich will jetzt aber nicht... Ich will jetzt hier keinen Streit vom Zaun brechen, darauf habe ich jetzt keinen Bock. Da sind wir, so. Dawson braucht deine Hilfe, draußen in seiner Mine. Was hat er denn jetzt schon wieder angestellt? Ein Söldner namens Ivan hat die Mine geplündert. Dieser gottlose Hundesohn. Hätte mir denken können, dass dem Kerl nicht zu trauen ist. Ich mache mich mit meinen Jungs sofort auf den Weg und baue die Mine neu auf. Hier ist dein Sold. Gut. Zeig mir deine Ware. Oh ja, genau. Du bist in Ordnung. Ohrschleck, Ohrschleck. Das ist mal sowas von geil. Bluternte, die kann hier jetzt loswerden. Drüdenstab. Maximal Lebensenergie, Mann, das ist schon geil. Das ist mein Groschmorok, den brauche ich noch. Den muss ich noch schärfen. Eigentlich kann ich den Ork-Tüte loswerden. Ich mag den nicht sowieso nicht. So. Genau, Bolzen. Pfeile brauche ich nicht. Kopfnuss, die brauche ich auch nicht. Wie viel brauche ich? 70.000? Ach, das habe ich ja locker. Das habe ich ja schon allein so dabei. Rubinklinge. Vielleicht brauchen wir die nochmal, die hebe ich mal auf. Paladinschwert. So. Jetzt sind 300 Gold. Und ich habe endlich eine neue Rüstung, ja. Oh, krass. Juhu. Ach ja, Schilder habe ich auch noch 10.000. Boah, nice, ey. Nice, nice, nice. Gut. Dann wollten wir... Ach, habe ich mich schon mit dem Jared geredet eigentlich? Genau. Ich habe mit Laris gesprochen. Er wird mit dir Kontakt aufnehmen. Der große Laris in meinem Laden? Dass ich das noch erleben darf. Ja, ja. Hat er gerade geklopft? Danke, Mann. Hier ist das versprochene Gold. Da hat's doch gerade geklopft, oder? Zeig mir deine Ware. Vielleicht war während der Aufnahme, die sie da gemacht haben, irgendeiner und hat das Studio und hat da angeklopft. Der hat doch da geklopft, oder? Ich werde es mir auch nochmal anhören. Hier, ich habe Schwefelbrocken. Ja. Gut, dann betrachte die Sache als erledigt. Hier dein Lohn. Hier hast du Goldbrocken. Gut, das soll erstmal reichen. Hier ist dein Lohn. Gut. Die Stollenwölfe in der Wolfsmine sind Geschichte. Na, das wurde auch Zeit. Ich hoffe, die Mine wirft bald wieder was ab. Naja, ich muss die eifrigen Sklaven noch hinschaffen, das hätte ich jetzt beinahe wieder vergessen. Genau, jetzt erledige ich erstmal, was hier sonst noch so ansteht in der Stadt. Wack. Söldner? Und dann schauen wir mal. Kann man da nicht rein oder so? Das ist ein Haus. Das ist ein Schrank? Schlag? Schatulle? Achso. Jetzt habe ich schon gedacht, Ork-Söldner. Elite-Söldner, Ork-Söldner, Ork-Söldner. Speichern. So, jetzt schaue ich erstmal, dass ich in der Arena kämpfe. Schmiede. Keine Sau da. Hallo, ist hier irgendwer eigentlich mal Schmied oder so? Ziemlich beschämend, für eine Handvoll Ramsch zu kämpfen. Warum kämpfst du nicht in einer anderen Arena? Sei nicht so vorlaut, Mora. Wenn ich könnte, dann wäre ich schon lange weg. Oh Mann. Was meinst du mit Ramsch? In dieser Arena kämpfst du nur um Artefakte, Mora. Nichts Ehrenvolles, nur alter Kram aus längst vergessenen Zeiten. Nichts Ehrenvolles. Das ist doch ehrvoll. Wenn du mich fragst. Wie könnten wir deine Ehre wieder aufpolieren? Ich habe von einem Gottlosen gehört, der sich an einer unserer Minen vergriffen hat. Ein abtrünniger Söldner namens Ivan. Tot allen Verrätern! Ivan ist tot. Gut, dann werde ich weiter in der Arena kämpfen, bis ich wieder eine Gelegenheit bekomme. Ehre und Stärke, Mara! Lebt wohl! Ja.
Chakra-Dings. Ich weiß nicht, was diese sagen. Moran-Chakra oder